The last people on this planet who need to be giving women dating advice is men. I hate to break it to you guys, but when it comes to dating, women are the ones who have power and control. I'm the one who has so many matches that I can't even go through them. Not you. But one thing I know about men is they think their opinion really, really matters. Even when it doesn't. Okay, Shelley hier lässt uns gerade wissen, dass sie sich vor Angeboten an Männern kaum retten kann, dass es Frauen sind, welche die Dating- und Beziehungskultur bestimmen und dass die Meinung von Männern überhaupt nichts zur Sache tut. Ja, das ist vermutlich der Prototyp einer Frau, auf die zwar schwache Männer regelmäßig reinfallen und die ja sicher auch jede Menge Bettgeschichten haben kann, von Männern nämlich, die sich den Spaß machen, um sie dann schön fallen zu lassen. Allerdings halbwegs hochwertige Männer, die machen selbstverständlich einen riesigen Bogen um sowas. Und ja, das Wahrscheinlichste ist, dass sie als vereinsamte und verbitterte Katzenlady enden wird. Ja, auf die ganzen roten und grünen Flaggen für Männer wird ja inzwischen zur Genüge eingegangen. Aber ein Aspekt, den haben die meisten Männer aus irgendeinem Grund noch nicht wirklich auf dem Schirm, wenn es nämlich darum geht, welche Frau sie in ihr Leben oder an ihre Seite lassen sollen. Bei Missy hier würde ich nämlich drauf wetten, dass ihr Verhältnis zu ihrem Elternhaus, speziell zu Fati, nicht das Beste ist oder dass dieser ihr liberale und damit selbstzerstörerische Werte auf den Weg gegeben hat. Man muss bedenken, dass sich Frauen die heutigen verrückten Tendenzen sicher nicht selbst ausgedacht haben. Sie sind also nicht eines Tages früh morgens aufgewacht und haben sich gesagt, was mache ich denn heute am besten und was mache ich für den Rest meines Lebens? Ich mach einfach schön auf Feminismus, mach den Männern das Leben zur Hölle und oh, ich mache mich damit am besten so unattraktiv wie möglich für Topmänner. Also das ist sicherlich nicht so passiert. Und als erste Anlaufstelle, um herauszufinden, warum die Dinge heute so sind, wie sie sind, müsste man ganz klar die 68er-Generation nennen, bei der ja auch enorm viele Männer mitgemacht haben. Nicht vergessen hier, ne? Männer sind immer der Wegbereiter für Trends, nicht Frauen. Damals in den 60ern hat man eigentlich den Samen gelegt für die Zerrüttung mit dem Elternhaus und gerade für Frauen ist es ein enormes Problem, wenn die wichtigste Person im Leben einer Frau, nämlich der Vater, nicht das tut, was er tun sollte. Nämlich dem Töchterchen ein sittliches Wertemodell auf den Weg zu geben. Und ja, ich muss hier nochmal ausholen an die Jammerfraktion der Männer, die sich da so schön über Hypergamie bei Frauen echauffieren. Denen würde ich sagen, wenn du mal Vater einer Tochter bist, dann wirst du, was die Beziehungen deiner Tochter anbelangt, schneller zum hypergamsten Mensch auf der Welt, als du gucken kannst. Wenn Töchterchen nämlich nicht hinauf heiratet oder datet, sondern hinab, dann wird dich das, sofern du noch ein bisschen Kultur in dir trägst, naturgemäß stören. Frauen sind nämlich sowieso extrem schlecht darin, Entscheidungen zu treffen, ganz besonders was Partnerentscheidungen anbelangt. Und ja, früher war es ja gang und gäbe, dass diese Entscheidung vom Elternhaus respektive vom Vati abgesegnet werden musste, was nicht das schlechteste Modell ist, um nämlich hochwertige Folgegenerationen zu gewährleisten. Das Gros der woken Ladies da draußen, die da so schön mit wahnhaften Vorstellungen glänzen, welchen Mann sie ihrer Ansicht nach verdient hätten, egal wie sie aussehen, ja, das dürfte, wie gesagt, entweder Daddy-Issues haben oder eben mit einem liberal infizierten Elternhaus ausgestattet sein oder eben aus einem Single-Mama-Haushalt kommen. Fazit also, der Apfel fällt meist nicht weit vom Stamm und sich anzuschauen, wie das Mädel aufgezogen wurde, auf das du es vielleicht abgesehen hast, ist ganz klar von Vorteil. Die Dame hier im Video, die ist sicherlich kein Tradwife-Material, und Tradwife ist das Einzige, worauf man sich einlassen sollte.